Herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen eine Runde Assassin's Creed Brotherhood. Jo, und zwar habe ich hier schon das nächste markiert. Schon mal hier diesen Turm. Ich weiß nicht, ob wir ihn einnehmen können, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Und ja, auf geht's. Wohin? Ja, doch, müssen. Lass mal wieder in die Steuerung reinkommen. Oh, hier schon. Gesperrt. Dio, ihr seid nicht der Hellste, was? Und da hoch. Ich will ja erst mal wissen, ob ich überhaupt hier rein kann, ne? Sofort anhalten! Halt! Jetzt! Erledigt! Wenn ich das richtig sehe, ist der Ding geflohen, ne? Komm zurück! Früher oder später hängst du in einer Sackgasse! Danach doch! Wir ver... So, der flieht. Könnte unser Mann sein. Geh ihn mir an. Jetzt, Brüder! Hört immer auf meinen Rat. Ach, weich doch aus! Ich kenne es. Tut, was ich tue, und ihr seid sicher. Seid euch eurer Umgebung stets bewusst. Unsere Stärke ist die Wachsamkeit. Assassinen greifen nicht von vorne an. Sie nähern sich im Verborgenen. Sie nehmen die Deckung runter. Ich nehme mich nicht mehr auf, weil ich jederzeit beobachte und lausche und meine Sinne offen halte. Ihr da! Passt auf! Ich hätte euch soeben umbringen können. Haben wir den Hauptmann schon mal gesnackt? Das heißt, erstmal unsichtbar werden. Oder wir fighten weiter. Ich bin ja gespannt, ob es dann irgendwann so ein Lager gibt, wo vielleicht mal zwei Hauptmänner sind, ne? Und einer flieht. Irgendwie komisch, dass der überhaupt nicht geflohen ist, ne? War für den ganz normal. Was soll das? Noch ein kosmischer Witz? Warum ich? Immer zur richtigen Zeit am falschen Ort. Oder? Ich würde gerne die Armbrust gewandelt. Hier. Wie war das? Und hier hinten müsste ja noch einer sein, ne? Kann ich gleich nachladen. Hoch, ja. Weg. Gleich weiter. Wir müssen hier rüber, ne? Was? Okay.
Ja, spannend, dass wir dann gleich hier den Turm haben. Erst den Aussichtspunkt. Ja, komm, erst den Punkt hier haben. Ja, zurück. Und anzünden. Geil. Morgen frei. Hier gibt es auf jeden Fall einige Sachen zu basteln. Einmal einen Schmied und Transport. Das ist Tunnels. Das ist der Schmied. Costa Quanta 2100. Dann kommen gesteigert, sehr gut. So niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur her, ich verspreche euch. Und hier müsste irgendwo. Ja. Ach, hier kann ich wieder so eine Gilde machen. Ne? Ah. Eigentlich müssten wir mal die Diebe irgendwie freischalten. Gibt es hier noch irgendwas zum Kaufen in dem Gebiet? Nein, eigentlich nur das. Dann wäre es eigentlich fast besser, wir nehmen jetzt irgendwas für 1300. Und zwar die Söldner, ne? Ja, die sollte ja auch nochmal Einkommen steigern, ja. Ist jetzt nicht krass viel, aber ja, den Einkommen. Dann sind die hier da. Und es geht dann eigentlich weiter Richtung Quest, wollten wir, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier hin kann. Ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wollen wir das ausprobieren? Wir schauen mal, ob wir überhaupt in dieses Gebiet dürfen. Das ist da. Es kann gut sein, dass es wieder so ein weißes Gebiet ist, wo wir am Ende gar nicht hin können oder dürfen. Muss ich das hier vielleicht erst... Und ist jetzt von dieser Position, wo wir sind, echt schwer zu sagen. Haben wir das schon mal probiert, hier rüber zu bringen? Kann gut möglich sein, dass wir in das Gebiet noch gar nicht dürfen. Aber gut, probiert haben wir es wenigstens dann schon mal. Ich kann euch sagen, in Elden Ring haben wir ein neues Gebiet entdeckt. Okay, dürft. Okay. Haben wir ein neues Gebiet entdeckt und ja, da gibt es Gegner, die sind unverwundbar oder ich, sagen wir mal so, ich weiß noch nicht so wirklich, was man mit denen machen soll oder kann. Und ja, das hier. Und da muss man auch durchs Gras durchschleichen in Elden Ring. Da fühlt man sich auch wie ein Assassine. Also B. Ja, B drückt man für Elden Ring, für Laufen. Hier ist es wieder A. Bin gespannt, was das für ein Monument ist. Kostet sicher wieder 30.000 oder so. Oh, wo ist... Hier ist die Levelbegrenzung. Ja. Hier. Pyramide Hestia. 28. Okay. Ja, dachte ich mir schon. Deswegen. Aber wenigstens den Preis wollte ich schon mal checken. Wir wollen... Falsch. Karte brauchen wir. Wir wollen ja hier zum Fragezeichen. Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich auszahlt, dann wen mitzunehmen, ne? Oh. Ist das hier eine kleine Siedlung? Ah, vielleicht kriegen wir hier die Diebe. Würde ja passen. Ne? Ah, würde passen. Würde passen. Mal kurz. Ja, ich wollte wie in Elden Ring gerade mich durch die Fässer rollen, einfach schauen. La Volpe hat Doromed. Das klingt doch auf jeden Fall, oder sieht doch so aus, als wäre hier eine Gilde wieder zu Hause, ne? Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. Der so Wolf ist das doch, ne? Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf, und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Ja, mich überzeugt das nicht. Ah, in diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Ja, das hatte ich schon am Anfang des Let's Plays gesagt. Es ist irgendwie komisch, dass er zwar die Vorbereitungen getroffen hat, um sich zu wehren, wie die Kanone da zu beschaffen für die Villa, aber er dann abgehauen ist und es dann irgendwie klar war, dass wir dann irgendwie angegriffen werden. Machiavelli zusammen mit La Volpe. Volpe war, glaube ich, Wolf oder so, ne? Nein, der Fuchs. La Volpe war Fuchs, glaube ich, ne? Belauschen und La Volpe überreden, sich wieder an Bruderschaft zu bei der Verringerung des Bekanntheitsgrad nicht entdeckt werden. Treffen mit La Volpe der Diebesgilde unentdeckt. Okay. Wir müssen da. Oh, hier ist der. Kein Kunde von dir wird jemals schlecht angehen. Kann ich hier abgeben? Jo. 20.000. Sehr gut, die können wir wieder investieren. Hast du irgendwas Brauchbares für mich? Messer? Ah. Mittlerer Köcher. Das heißt, wir können nochmal ein paar Bolzen mehr mitnehmen. Was kostet das? 6.000. Geht eigentlich. Großer Köcher. Aha, der ist freischalten. Dann haben wir die 20.000 fast wieder investiert. Kleiderfärben, ja, lass ich aus. Schön, aber ich habe bald mehr im Angebot. Macht euch nicht rar. So, ist die Frage, ne? Kriegt man hier auch noch mehr Wischen? Nee, echt schade. Hier ist was. Nicht was? Miet renovieren natürlich. Wir haben ein ehrliches Geschäft. Hier gibt es keine aufgeblasen. Naja. Ist so, Waffen. Zwei Hintergrund. Fragen. Kleine Waffen. Okay. Armbrust haben wir schon. Munition. Ja, die kriegen wir eh, wenn wir dann wieder Leute sacken. Also durchsuchen. Ja. Gut. Auf geht's. Aber das hat hier schon deutlich mehr Vibe, hier draußen rumzulaufen zu Assassin's Creed 3. Man sieht auf jeden Fall, wo es herkam. Ich hatte, glaube ich, einen DLC gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob
dieser war oder der andere. Das war mein erstes Assassin's Creed, der Revolution. Ich glaube, es war der Revolution, mein erster DLC, den ich gespielt habe. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das ist auch schon, keine Ahnung, sehr lange her. Und so richtig bin ich dann aber erst eingestiegen mit Assassin's Creed 3. Hat mir so gut gefallen, auch in der Natur rumzurennen. Nicht nur in der City, sondern halt auch im Umland quasi. War ja New York, Boston und so. Hat echt Spaß gemacht. Oben wahrscheinlich. Ja, hier. Da wollten wir. Und was haltet ihr davon? Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Ja. Was glaubst du, wo du hinrennst? So. Nein. Stirb, Katze. Warum ist das so? Eigentlich wollte ich ja die Armbrust haben, aber irgendwie... Oh nein, das wirst du bereuen. Ziel verloren? Jetzt ist wieder die Armbrust nicht ausgerüstet. Ich wundere mich schon, was hier los ist. Ach, komm, triff doch. Hä? Warnung. Schnell, sorry. Sucht ein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Okay, wir müssen den jetzt da irgendwie raus. Das ist wahrscheinlich sehr offensichtlich, hier rumzulaufen, aber gut. Warnung, bist du... Nicht dann laufen oder rennen. So, wir gehen uns mal hier rein. Geht nicht. Warum nicht? Hier lang. Claudio! Molte grazie, messere. Ja, Geschwindigkeit war, glaube ich, der Key. Bevor die alle loslaufen und sich auf Posten stellen. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Okay, jetzt heißt hier Plakate abreißen, ne? Ah, eine ist schon mal hier. Hier irgendwo.
oben. Normalerweise ist das doch immer auf einer Höhe. So, wir dürfen nicht entdeckt werden, ne? Das war ja das Ding. Markiere mal das. Du kannst es gerade verringern. Gehen Sie am Herald um und drücken ihn zu bestechen. Ich denke nicht, weil das kostet auch viel. Plakat. So, die Hälfte haben wir schon weg. So, hier sind auf jeden Fall Leute. Soll ich den vielleicht umbringen? Ich will es einfach mal testen. Naja. Wir haben hier nichts mitgekriegt, ne? Ja. Wenn ihr Bekanntheitsgrad an sich voll ist, werden sie gesucht und die Wachen erhalten tief nach hinaus. Ja, ja. Aber das ist ja jetzt. Ne? Wo wollen wir hin oder wo sollen wir hin? Wir sollen wieder zurück in die Wildeswilde. Das heißt, wir gehen hier raus, gehen hier ins Wasser. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt im ersten Teil, wie ich den gespielt habe, vor einigen Monaten schon. War ich echt überrascht, dass man damals schon im ersten Teil schwimmen kann. Das war ja, keine Ahnung, in anderen Spielen echt spät erst möglich. Ich erinnere nur an GTA. Die ersten Teile konnte man gar nicht schwimmen. Ich weiß gar nicht, ob man schon im vierten dann schwimmen konnte. Ich glaube, das war so der Aufhänger. Aber ewig konnte man nicht schwimmen, das war irgendwie so mäh. Gerade, das ist halt so die Sache, wenn du andere Sachen kennst und da ist das möglich und dann hast du wieder so Sachen dabei, wo es irgendwie nicht möglich ist, aus Gründen. So, hier ist ja der Kollege. Was war das für eine Nacht? Wolpe, hört mich an, der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten, dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren, aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja, das gefällt mir. Dann soll es so sein. Ja, wir werden wieder fett investieren, natürlich. Wo? Ja, da ist der Herr Architekt. Marmor, das ist so teuer irgendwie. Lass dir was anderes einfallen. Costa Quanta? Costa Quanta nix? Ach ja, das ist aber eine kleine Taverne. Gleich mit Aussichtspunkt. Ein schönes Stück Arbeit. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen.
Oh ja, ich vergaß. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Ja, wir können hier wetten. Und ja, man sieht schon ein bisschen, wir haben 100% erreicht, das ist cool. Wo ist die komische Tafel? Hier ist der Ausgang. War doch hier gerade. Da ist die Tafel. Ich will sie mir wenigstens einmal anschauen, dass ich ungefähr eine Ahnung habe. Gruppe von Diebe gegen Wach einsetzt. Ja. 300 Meter ununterbrochen springt, das sollte kein Problem sein. Mal Pferd auf dem Balken gesprungen. Todessprünge ausgeführt. Mal aus einer Höhe von 25 Metern eintauchen. Bei Taschendiebstählen erbeuten. Also wir sollen Taschendiebstähle machen. Mal insgesamt 500 Meter mit dem Fallschirm geflogen. Oh. Das ist dann auch wieder so eine windige Geschichte wie dieser komische Flugdrachen von Da Vinci. Wache mit Distanzwaffe töten. Ja, Luftattentat auf. Ja, man erkennt hier schon ein bisschen auch die sogenannte Ubisoft-Formel. Oh, was ist hier? Reagieren? Ezio! Braucht ihr meine Hilfe? Die Diebe in Roma sind jung. Geschickt, aber jung. Leicht zu provozieren. Ein Bandenkrieg? Die Cento Occhi, Cesare Borgias Stiefellecker. Sie bereiten uns große Probleme. Wo finde ich sie? Meine Diebe zeigen es euch. Ja. Kann ich hier noch irgendwas machen in diesem Raum? Muss raus. Der hatte doch irgendwas von Glücksspiel gesagt. Was ist hier? Einkommen eingezahlt. Recht. Ist das Glück euch hold, hä? Oh. Geht um. Atara. Spielregel. Erster Wurf, werfen Sie einen Row in 7 oder 11. Haben Sie das Spiel gewonnen. Der Gewinn beträgt 1 zu 2,2. Bei einem Throwout 2, 3 oder 12 sind das Spiel und der Einsatz verloren. Also ich habe 3 Möglichkeiten zu verlieren und 2 zu gewinnen. Bei allen anderen Würfen wird die geworfene Zahl nur Chance, das dürfen dann in sogenannte Chance-Wurf. Wenn Sie die Chance würfeln, gewinnen Sie das Spiel mit unterschiedlichen Quoten, die von der geworfenen Zahl abhängen. Würfen Sie die Main 7, Haupt 7 oder was, sind Spiele und Einsatz verloren. Also wenn ich nach einer Chance die 7 würfle, wo ich eigentlich gewinne, verliere ich dann. Würfeln Sie so lange, bis die Chance oder die Main würfeln. Würfeln Sie die 7, dann 7 und spielen und Einsatz verloren. Gewinnquote für die Chancewurf. Die Chance ist 4 oder 10, 3,5. Chance ist 5 und 9, 3. Dann 6 von 8 ist 2, 5. Das wird ja was werden. Minimum. Wir setzen da nicht viel ein. Was ist denn maximal? Jo, natürlich. Wäre doch nicht 7.500 jetzt hier. Ja, zocken. Da komplett rausgehe aus der Animation. Kommt und spielt, mein Freund. Ja, das Einsatz. 6. 6 ist eine Chance, ne?
Erneut würfeln, die Chance ist weg. Verlierer Wurf 7, Zusatz. Die 7 verliert immer. Und das ist die höchste, die höchste Wahrscheinlichkeit. Nächstes Mal. Und einmal noch. Also entweder ich habe 7 oder 11 instant, dann habe ich gewonnen. Oder ich verliere mit 2, 3 und 12. Einsatz, ja? 9. Im Prinzip ist es eigentlich nur ein wahrscheinlichkeits-Luck-basiertes Würfelspiel. 6. Aber wie kann ich denn dann gewinnen? Wette verloren. Ja, letzte Runde. Das bringt, glaube ich, nicht. 5. Ja, Chance. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt sowieso, ne? Mach mal 50. 50. Diesen Zeitpunkt kann ich ja gar nicht mehr gewinnen. Verloren. Wette verloren. Ja, toll. Toll, toll, tolles Spiel. Naja, naja. Haben wir zumindest das auch mal gemacht. So, ist der Ding frei? Ja, der ist schon frei. Oh, wir wollten hier vielleicht kurz den Vieh holen. Aussicht. Na, hoch. Ah, drüben wäre eine Leiter gewesen. Assassine, wir brauchen keine. Die Frage, na, ist hier irgendwo noch eine Kiste versteckt? Wahrscheinlich, ne? So eine. Oh, da drüben ist zwei Geschäfte. Ich bin stolz auf unsere gute Qualität zu gerechten Preis. Sorry. Oh. 1500. Dann schauen wir gleich mal nach Kisten, also nach Schatzkarten. Gemälde, irgendwas günstiges, 2,5, 7, 21, Platzkarte, das ist auf jeden Fall wichtig. Weil dann sparen wir uns schon mal super viel Sucharbeit. So, das war der Dog. Damit haben wir jetzt hier, nein, nicht alles. Was für. Dann hätten wir. Ne? Doch schon mal cool. Und dann haben wir hier schon den ersten Teil. Komm, Freunde! Die Sterne sind was günstig. Eure Körpersäfte können deutlich verbessert werden. Hey, was machen? Den Stall noch, dann haben wir wenigstens hier alles schon mal aufgebaut. Aber was ist der Unterschied
Sind das wirklich... Das ist jetzt Diebe oder Söldner? Das spielt doch eher wie Söldner. Jupp. Naja, zur Bank wollte ich noch wenigstens Geld abgeben. Dann könnten wir nämlich gleich im Gegenzug wieder investieren. Das ist irgendwie, ja. Am Anfang hat man, oder wie ich das auch am Anfang gespielt habe, hat man das gar nicht so im Ding, dass das wirklich so relevant ist, aber alles, was du halt investierst, instant, kriegst du halt über die Zeit doppelt und dreifach wieder zurück. Und deswegen ist halt super wichtig, erstmal die Sachen zu investieren. Und irgendwann gibt es so den Punkt, wo du einfach... Was ist das hier eigentlich? Wo es dann kippt, wo du dann einfach so viel Geld hast, dann kannst du dir alles leisten, was du möchtest. Aber bis du halt mal zu diesem Punkt kommst, dauert es ein bisschen. Und je schneller man investiert oder je mehr man investiert am Anfang, umso schneller kann man quasi diesen Punkt erreichen. Und deswegen schaue ich immer, was relativ günstig ist. Was ist das vielleicht hier oben? Was ist relativ günstig und was können wir uns relativ schnell necken? Und diese Monumente kosten ja alle so im Schnitt so immer so knapp unter 30.000. Das ist dann wahrscheinlich dann, wenn du ja den normalen Cashflow alles freigeschaltet hast, und dann geht es darum, die Dinger irgendwie noch zu bekommen. So weit abgebogen. Hier ist ein Berg. Wir sind hier rumgelaufen. Oben? Oh, komm ich da irgendwie schnell hin? Ja, wahrscheinlich laufe ich jetzt genau in die falsche Richtung. Ja, das sind die Söldner. Dann haben wir die Partisanen. Und die Diebe. Hier ist jetzt. Ich will eigentlich nur die Kiste haben und erstmal gehen. Er wird alle töten. Es ist nur eine Frage. Hier waren wir ja gerade und haben hier den Bezirk quasi befreit. Hier irgendwo. Kann mal werden. ¥1400. Das ist mir eigentlich. Besuchen Sie Geschäft. Weil so lang. Die Richtung, ja? Wir wollten doch zu den Diebesding. Was ist das? Ja. Ach, das war das, was er hier gerade angezeigt hat, ne? Ja. Auf. So. Der Kollege ist auch privat am Feiern. Hier irgendwo. Ach, da ist es. Wow, das sieht man sicher nicht alle Tage. Was ist das für ein Problem? Der Kollege.
Horatio. Man erzählte, dass ihr kommt, aber ich konnte es nicht glauben. Die Cento Occhi haben uns zum Kampf herausgefordert. Leicht gesagt für sie. Sie sind ja klar in der Überzahl, aber mit euch rechnen sie nicht. Sie werden bald kommen. Seid bereit. Gleich beginnt ein Handgemenge. Den Cento Occhi muss eine Lektion erteilt werden. Den Kampf überleben, ohne dass Diebe K.O. geschlagen. Aber müssen wir jetzt dann. Man steht sich auch nur selber im Weg irgendwie, ne? Provozieren? Groben! Los jetzt, ihr langweilt mich! Ach, wie kann ich denn denn... Animationen. Da ist er! Keine Ahnung, ob da irgendwer K.O. geschlagen wurde. Nein, wurde nicht. Ja. Haben wir natürlich mit Bravour erledigt. Wir sind ja auch ein Assassine. Hinten ist nur das Zeichen, ne? Das Zeichen. Gilde. Ja, das heißt, wir gehen. Gott, hilf mir! Ich war immer ein braves. Den Schatz würde ich noch gerne markieren. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, dass. Oder ob das im hier im ersten DLC auch so ist, dass man quasi, da komme ich nicht hoch, dass man mit B sich nochmal abrollt, wenn man quasi von wo höher runterfällt oder runterspringt, dass man dann quasi nochmal so ein bisschen sein Aufprall abfedern kann. Ist auch nicht unbegrenzt möglich, aber zu einem gewissen Hilfe brauchen, sind gewissen Teil. Erst mal das. Ist so weit weg noch. Ach, das ist. Ich dachte, das ist jetzt hier in den Ruinen. So, hier muss das irgendwo sein. Und da unten. Ja, ist wieder die Frage, ne? Wo ist unter uns? Ja, über uns? Eher unwahrscheinlich. Vielleicht geht's hier in den Untergrund. Okay. Ja, manchmal zahlt es aus, hier ein bisschen zu schauen. Vielleicht hier.
Ah, weißt du, was das sein könnte? Das könnte in diesem Ding sein. Hier ist ja dieses Romulus irgendwas. Schatz des Romulus. Kann sein, dass es deswegen unten ist. Ich vermute das jetzt mal. Wir müssen wahrscheinlich diesen Schatz eh nochmal neu anfahren. Weil ich weiß nicht, ob wir das wirklich schaffen, in 8 Minuten da durchzusprinten. Wir müssen noch weiter rauf. Komm ich hier hoch? Ja. Hier auch? Natürlich hier nicht. Warum tut ihr das? Bitte, ich bin kein Feind. Wieder nicht. Für den besten Kavalier, der chinesische Bankier Agostino Kirchi, lädt erneut zu einem großen Bankett in seiner Villa ein, um seinen unvergleichlichen Geschäftssinn zu feiern. Ja, ja, das ist auf jeden Fall hier ein Ding. Wo könnte die Tafel sein? Hier. Ich will nur schauen kurz, was es kostet. 20. Also der Preis ist so immer so ziemlich gleich. Er wacht aus seiner Trägheit, aber die Borgia müssen einen Schlag. Das wird da unten sein, in diesem Romulus versteckt. So, wo ist der Dude? Sehen wir mal wieder, wen zusammenschlagen müssen. Es Auditore, Perdiana. Alle sprechen von eurer Flinkheit. Doch könnt ihr euch mit mir messen? Den Vorkömmling in seinen eigenen Rennen besiegt. Schrecke in weniger als Restlos gefunden. Jetzt hin. Ach, wir werden geportet. Wann geht's los? Ach da. 2, 1, 4. Da lang oder was? Dann muss ich das Ding einsammeln. Ich muss das Ding einsammeln. Ne? Ach nein. Ja, natürlich. Genau an der Kante, wo er nicht hochkommt. Warum? Was ist hier los? Warum ist das so schief? Alles? Wird das natürlich was, ne? Ja. Immer fehlgeschlagen. Ja, wir sind erst bei 7-8. Den letzten nehme ich jetzt mit Absicht nicht. Das heißt, von hier dann noch darüber laufen. Das heißt, wir müssen über 30 dann sein, ne? Ja, komm. So, 3, 2, 1 und go. Ach bitte. Warum musst du da runterfallen so?
So, hier wird es wieder eine knifflige Stelle. Geh ganz an die Kante. Ach, es ist so geil, ne? Es ist so geil. Warum läufst du schief an? Warum musst du so schief anlaufen auf einmal? Ach. Nein, es geht in die Richtung. Kann ich das neu starten? Ja. Es ist unglaublich, ne? Dass er da jetzt jedes Mal an der Kante irgendwie nicht zurechtkommt. So. Hier ist echt eine beschissene Stelle. Das war der Fehler. Ich dachte, man muss schon vorher abbiegen, aber das geht nicht. So, noch 10 Sekunden für den letzten Spot. Ja, perfekt. Wo kommen wir da eigentlich hin? Wir haben das ja schon zusammengebaut, ne? Ja, sonst wäre das ja erledigt. Ich will mal wissen, ob wir irgendwo... Interessant wäre ja, wenn dann alle wieder funktionieren, alle diese ganzen Aquädukte, ob man dann wieder auch hier Wasser drin hat. Ne? Weil das waren ja die Kanäle und Flüsse der Römer. Ne? Obwohl wir sind 1500 irgendwas. Ne? Das heißt auch schon mal 1500 Jahre nach den Römern. Da wird wahrscheinlich nichts mehr mit Wasser gehen. Hier hätten wir noch. Ich glaube, das haben wir aber schon repariert. Wo ist das? Ah. Komme ich hier irgendwie runter, ohne mir gleich alles zu brechen? Beispiel hier. Wo die Kiste ist. Ob die auch oben ist oder ob die hier unten irgendwo ist. Aktuell ist sie grau, das heißt eher hoch. Eher nach oben. Da oben. Komm ich da irgendwie hin? Irgendwie sinnvoll. Hier vielleicht? Ja. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Hier ist Assassine, ne? Attentat. Wo müssen wir denn von der Story hin? Hier in die City.
in unseren Unterschlupf. Ja, theoretisch könnten wir... machen erst den Auftrag. Oh, praktisch. Schauen wir mal, was das für ein Auftrag ist. Oh, hier irgendwo. Juhu. Ach, da. So, interagieren. Ja, Attentatsmission. Was ist der Auftrag? Pessa ließ einen seiner besten Strategen zurück nach Rom rufen. Er ist eine wichtige Persönlichkeit. Deshalb reist er mit Pferd und Eskorte mich bedeuten. Beide sollte kein Problem sein. Die Erinnerung in weniger als 2 Minuten. Wo ist das? Ja, das geht gar nicht. Oh, es kann sein, dass wir hier nicht hinkommen. Kann sein, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Eskorte klingt ja so, als müsste ich den vom Pferd runter. Ja. 5 Leute, die eliminieren. Du bist mir egal. Nehme ich hier die Dings mit? Na, eigentlich bringt mir die Kortisanen, bringen wir nicht. Ich gehe aufs Pferd, weil der ist das schwerste oder stärkste. Das ist das Wort, die Ragazzi! Forza! Yes! Synchronisität erreicht. Perfekt. Wir durchsuchen alles. Das habe ich bei den letzten ein bisschen vernachlässigt, das Durchsuchen. Halt so unangenehm, genau hier an der Grenze. Lauf doch, lauf doch. So. Na komm her. Ach, der ist hinter mir. Ich schlage dich nieder! Wer blockt ihn? So, tschüss. Das wollen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall ein Medizin und wir brauchen einen Schmied. Furchtbares Schicksal. Den hatten wir schon. Er ist auch schon geplündert. Oh Mama, ich muss hier weg. Jesus, verschone mich. Ja, kann sein, dass wir nicht alle haben. Ja.
Hier dürfen wir nicht rein. Was ist das Problem von dem Ding? Weil der wahrscheinlich hier dazugehört, ne? Geh mal hier oben lang. Was sagt der jetzt hier? Hier. Ach, das ist auch noch so ein Ding, oder? Ja. Ja, das ist der Turm, wo wir nicht hinkommen. Ja. Dachte ich mir schon, dass es zu diesem Einzugsgebiet wahrscheinlich gehören wird. Was haben wir hier? Kaserne. So, hier waren die Söldner, ne? Brauche ich das jetzt? Eigentlich nicht, aber... Die Richtung... Oh, hier ist eine Kiste. Wie praktisch. Nimm's weg. Ach, dass er manchmal so pingelig ist und dann ist er wieder so, ja, so großzügig. So, was machen wir am besten? Auftrag, ja, Auftrag. Am besten porten und ins Hauptquartier porten. Ne? Das heißt, wir müssten hier hoch versucht bekommen. Da hoch. Ich komme halt hier nicht an den Felsen vorbei, ne? Das ist nur ein Dog. So. Wir wollen ins Inselversteck, ja. Da wollen wir hin. Machiavelli, wir müssen reden. Ja, ich bekam etwas sehr Wertvolles von einem meiner Spitze. Wir kennen jetzt die Namen einiger Templer, die von Cesare angeheuert wurden, Rom zu terrorisieren. Wie finde ich sie? Ich kann nur grobe Ortsangaben machen und würde in der Nähe nach Anzeichen von Ärger suchen. Vielleicht findet ihr Bürger, die euch in die richtige Richtung weisen können. Mein Kontakt sucht weiter nach neuen Namen. Stammt diese Information von einer Stadtwache? Ja. Woher wisst ihr das? Nur geraten. Grazie. Claudia, Bartolomeo und La Volpe warten drinnen auf euch. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Tugend, Machiavelli. Tugend? Also ich glaube immer noch, dass der uns... Was habt ihr erfahren? Dieser Bastard Cesare ist mit dem Papst in der Engelsburg. Meine Spione berichten, dass der Apfel einem Gelehrten übergeben wurde. Ich arbeite daran, ihn zu identifizieren. Katharina wird nächste Woche in den Kerker der Engelsburg verlegt. Bene. Die Engelsburg also. Roma wird sich schnell erholen, sind Cesare und Rodrigo erst tot. Nur wenn sich die Gelegenheit für einen Anschlag ergibt, werde ich sie nutzen. Macht nicht denselben Fehler wie in der Gruft. Ihr müsst sie jetzt töten. Ich bin seiner Meinung, Ezio. Wir sollten nicht warten. Bartolomeo hat recht. Sie müssen für Marius Tod büßen. Habt keine Angst. Sie werden sterben. Das war der Onkel, ne? Ihr habt mein Wort. So, was ist jetzt der Plan? Engelsburg ist...
dachte, die wäre hier, aber... Maybe not. Hier. Missionsziel. Serezio, ich repräsentiere die vereinten Kräfte von Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore und La Volpe. Durch meine Partner in der ganzen Stadt könnt ihr eure Geldmittel an jeden Teil des Widerstandes senden, den ihr euch wünscht. Vielleicht habt ihr Verkaufsschilder in Rom bemerkt an Gebäuden, die ihr kaufen könnt. Das Einkommen eurer neuen Gebäude wird von Geldwechslern verwaltet, ebenso wie der Profit aus Renovierungen. Geldwechsler findet ihr in der ganzen Stadt. Molto bene. Ah, okay. Er ist jetzt quasi unser Hub und wir jetzt brauchen wir nicht mehr einzeln hinlaufen. Habe ich das richtig verstanden? Was ist das jetzt? Erinnerungssequenz 3 beendet. Okay. Das heißt, wir fliegen aus dem Animus raus. Höhle der Diebe. Frequenz 4. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Ich mag vielleicht exklusiv sein, aber meine Leistungen sind unerreicht. Zeig ein bisschen Respekt, Idiota. Ich wollte jetzt wenigstens testen, ob das jetzt funktioniert als Ablösung, weil das erspart auf jeden Fall super viel Laufarbeit. Ja. Bin doch von hier gekommen. Gibt's hier noch ein Untergeschoss? Ja, ist ja alles ganz chillig ausgerüstet, aber ja, ist der jetzt nicht da? Ist der jetzt draußen? Oder ist der oben auf dem Dach? Das ist doch eigentlich der Schmied. Edle Herren, ja, ist der Schmied. Nur ein kleiner Aufpreis für meine Das ist ein Schmied. Ich dachte, ich kann jetzt hier irgendwie das beschleunigen. Okay, das verstehe ich jetzt wieder nicht. Warum ist der Dude? Der stellt sich vor als Ding, dass ich jetzt über ihn alles versenden kann. Dann kann ich das. Dann muss ich da mit irgendwas interagieren. Wo stand denn der? Ist. Oh, Adler. Feuer. Hier waren die Federkiste, ja. Die Federkiste war da. Das sind ja eigentlich eher, keine Ahnung, Waffenkisten, keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen komme ich mir veräppelt vor. Achso, hier kann ich Waffen auswählen. Hier kann ich die Waffen auswählen. Wie komme ich denn jetzt zu dieser Bank? Ja, auf dem Dach vielleicht? Hier ist der Ding. Geh mal aufs Dach. Ja, wieder sehr elegant vom Dach gesprungen. Perfekt.
Hier ist die Bank. Kann ich das hier verwalten? Buchführung. Achso, kann ich hier vielleicht investieren? Warte, das habe ich jetzt zu schnell über... Nein, kann ich nicht. Ja, Online-Mehrspieler... Ah ja, okay, ist nicht mehr verfügbar. Deswegen kann man nicht mehr investieren. Nicht verbunden. Okay, damit haben wir das auch geklärt. Vielleicht wird es auch noch irgendwie später in-game freigeschaltet. Keine Ahnung, ja. Hier. Erinnerungsanfang. Ja, ja, das wird doch die Engelsburg sein, oder ist das? Ja, das schaut doch eher wie eine Burg aus. Hier war ja auch dieser fette Zugang, oder wo diese ganzen Mönche waren. Hier könnten wir eine Diebesgilde reinstecken und hier haben wir die Kortisanen, ne? Ja, ja, rosa die Dings. Heißt, wir werden hier eine Diebesbilde reinsetzen. Oben hätten wir noch was. Eine wiederhergestellte Erinnerung. Neu. Habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Und da. Okay, das heißt, wir machen erstmal. Weil dann haben wir dann alle drei Fraktionen auch in der Stadt vertreten. Verbrechen sind dagegen einem Angehörigen der Stadtwache vor. So, wieder Einkommen bekommen, heißt. Und ihr seht, ne, das skaliert jetzt schon deutlich, ne? Jeder tickt 10.000. Fabrikierzeit im Hause Gottes, mein Sohn. So, hier irgendwo. Oh, beeindruckend. Wird auch gewacht. Oh, was ist das? So ein Irrtum. Was tut denn? Ja, ja. Was zum Gottes Namen? Vielleicht gibt es sogar eine optimale Option, wo du sagst, okay, diese Fraktionen ist an dieser Position besser als an dieser Position. Maybe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich so viel entscheidenden Unterschied macht. Hier, das ist zu Hause. Hier hauen wir die Diebe rein, dann haben wir wenigstens alle drei Fraktionen mal in der City. Ja, zum Schmied sollten wir vielleicht mal und... zu einem Schmied. Hier ein Schmied in der Nähe. Und eine Bank. Ja, eigentlich wäre hier besser, ne? Richtung. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Ihr habt die Eigenschaft verloren, die einen Mann zu einem Mann macht. Interessant, welche Eigenschaft man da verliert. Oh ja. So, Bank. Der Seite? Da. Ja. Haben innerhalb von echt wenig Zeit wieder 40k auf der hohen Kante. Hier drüben ist der Schmied. Einmal reparieren bitte. Ja. 54 ist er nicht. So, können wir irgendwas Geiles. Eine Ausrüstung. Ja. Ah.
Oh, da müssen wir zu Leonardo. Okay. Das Ding kostet nur 2400. Was kosten da dann 5000? Aber ich nehme eh das. Ansonsten hier dann. So, das sind Schaden. Gut, ist halt niedriger. Aber 20 P will ich jetzt nicht ausgeben. Kleine Waffen. Armbrustmunition, Gegenstände verkauft. Na komm, ich hätte okay, alles ja, noch verkauft. Dann wird hier also ich würde gerne mir mal das hier anschauen, diese Mission. Die wiederhergestellte Erinnerung. Klingt auf jeden Fall spannend. Könnte wieder so ein Rückblick sein für den zweiten Teil. Einfach um da irgendwie einen Strang noch mal zu verbinden. Wie kann jemand nur so? Ja, komm mal hier hoch. Bist du betrunken? Ja, nicht auf dem Dach. Ach, da. Nicht gefährlich? Ja, ja, super gefährlich, deswegen bitte nicht nachmachen. Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste nicht, dass du nach Rom kommst. Was war das? Wer redet da mit uns? E-Mail-Netzwerk. Desmond Miles, verborgener Absender. 1506. Hallo Desmond. In deiner Zeit mit Rebecca, Thorn und Lucy hast du vielleicht den höherrangigen Assassinen gehört, die euer Team unterstützt. Ich bin einer von ihnen. Rebecca hat die Anweisung, dir diese Nachricht zu geben, wenn oder falls Enzio Auditore Erinnerung aus 1506 freigeschaltet werden. Wir hoffen, basierend auf unseren historischen Recherchen, dass wir in diesem Zeitabschnitt wichtige Informationen für unsere Mission finden können. Mit Hilfe von Rebecca werden wir deinen Fortschritt überwachen. All dies ist streng vertraulich, deshalb darfst du darüber weder reden noch diskutieren. So wenig Leute wie möglich in die Sache hineinziehen. Ich werde dich, Rebecca, informieren, sobald die Daten besucht wurden. Das wieder in der 2. Da Vinci's verschwindet, wiederhergestellte Band. Salai, bist du das? Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Und
dieses breite Lächeln übertrieben bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai, bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene, ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpa Addormentata. Auch wieder komplett zurückrennen. Gut, wir können uns hinporten, ne? Mindestens 4 Quadranten der Gesundheitsanzeige behalten. Leonardos Assistent Salai in der Diebesgilde finden und zu Leonardos Werkstatt bringen. Okay, ich bin wenigstens hier oben schon. Das ist ja schon mal was, ne? Weil sonst ist ja wieder raufrennen und dann wieder runterrennen. So, wo ist der Dude? Hier irgendwo. Di Nuovo! Das sind Glückswürfel, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister, wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Ja, die wollen ja Geld abkassieren, ne? Die 3 Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite! Ich spiele nicht mehr! Wir auch nicht! Wo waren jetzt alle? Hat jemand mal einen gesehen? Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut, ich laufe vor. Ihr hinterher. Ich mag zerstreut sein. Also ist irgendwie komisch, weil die sind ja in der Diebesgilde. Wir gehören da auch irgendwie dazu. Oder wir haben um deren Gunst gewettet oder ge... Einfach mal zur Sicherheit, ne? Was ist denn der Dude eigentlich? Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der hinläuft. Das da vorne ist er auch nicht. Ich laufe jetzt einfach zum Ziel. Weil es stand ja nur, dass wir den dort abliefern sollen, ne? Das gut ist. Das
dass er da nicht schneller hinläuft, ne? Ach Mann. Danke. War es wert dafür zu sterben? Idiot da. Welche Richtung? Ach, bitte den doch. Mach's doch nicht so kompliziert, bitte. Danke. Lass mich einfach leben! Aber wo ist der Dude? Na, eigentlich müssen wir ja gar nicht übers Wasser, ne? Wir können hier entlang. Ja, wir können hier entlang laufen. Am Wasser. Ja, letzte Mission. Ist dieses Plakat, nehmen wir natürlich ab. Da! Natürlich kommen dann auch noch Wachen dazu. Ja. Komm her. Dein Gott hat dich verlassen. Das Ding macht wenigstens ordentlich Schaden. So, das reißen wir ab. Sind wir bei 0? Ja, wir sind bei 0. Wir laufen hier weiter am Wasser. Ich hoffe, dass das jetzt genug ist, dass wir hier. Wie fühlt es sich an, wenn man verliert der Gildemitglieder? Ah ja. Diese Fremden sind hartnäckig. Ich bin schon Jüngern in ähnlichen Roben begegnet. Sie suchten ein Objekt, das ich damals besaß. Ihr meint den Edensplitter? Leonardo sprach davon? Er sagt mir alles. Seine Gesprächigkeit kommt uns teuer zu stehen. Wir müssen ihn warnen. Sprecht nicht weiter. Ich kenne den besten Weg. Ich nehme ihn jeden Morgen, wenn die Tavernen schließen. Folgt mir! Irgendwie glaube ich nicht, dass das der beste Weg ist. Er ist auch noch langsam. Ich tue schon nicht mehr auf A drücken. Ich umgehe sie. Ja, dann. Ah ja, tolle, tolle Aktion. Warum vergnügen wir uns nicht auf den Dächern? Leonardo sagt, er hätte etwas Wichtiges entdeckt. Er untersucht seit Jahren eine versteckte Katakombe. Ich glaube, er kam nach Rom, um sie zu finden. Ihr ahnt ja nicht, wie er wirklich ist. Er arbeitet die ganze Zeit an dieser Sache und führt mich nie aus. Und er ist so geizig, ich muss ihn um Geld anbetteln. Er gibt euch tatsächlich Geld? Er führt ihn nie aus? Mehr oder weniger. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Allora, ihr kommt aus Firenze. Erzählt mir mehr davon. Ach, geh doch runter. Gut, dann nutze ich meine Vorstellungskraft. Oh, was ist denn? Och, jetzt wären wir fast aufgeflogen.
Nur weil das jetzt hier rumbacken muss. Ja. Er bleibt stehen. Es ist zu früh am Morgen für einen Kampf. Folgt mir. Kann nichts machen, jetzt geht's wieder. Hat Leonardo etwas in den Katakomben entdeckt? Er fand den Eingang zu einem Tempel, über den er in einem Buch gelesen hatte. Seit Jahren habe ich ihn nicht so aufgeregt gesehen. Hat er etwas darüber erzählt? Dass der Tempel die vollkommene Zahl enthielt. Etwas, was von einem alten Griechen entdeckt wurde. Pythagoras. Ob euch dieser Schuh passt? Packt sie! Angriff! Spürt meine Klinge! Ob euch dieser Schuh passt? Angriff! Packt sie! Nein, nein. Spürt meine Klinge! Auch. Ob euch dieser Schuh passt? Angriff! Ob euch dieser Schuh passt? Manchmal ist es echt komisch, die Steuerung. Packt sie! Spürt meine Klinge! Ihr wollt schnell ankommen? Dann meidet ihre Schwerter. Wie ich ihn kenne, hat Leonardo jedem davon erzählt, der ihm zuhören wollte. Habt ihr Männer in Rom in seiner Nähe gesehen? Warum sollte ich in der Werkstatt bleiben, wenn ich draußen meinen Spaß haben kann? Fragt den Meister selbst, wenn wir ankommen. An die unteren Regionen ausgebreitet. Auch wenn es drastisch erscheint. Der Senat ordnet an, dass alle Schweine so schnell wie möglich zu schlachten und zu verspeisen sind. Nun, es ist eine Elegante. Habt ihr denn keinen Respekt? Ja. So geil, ne? Dass er stehen bleibt und du dann erst eine Sekunde später stehen bleibst. Da sind wir endlich da? Ja. Verwüstung. Ja, Gott. Maestro! Sie haben ihn. Nein, er muss hier sein. Dieser Tempel, den er fand, wo ist er? Leonardo! Salai, wenn ihr ihn retten wollt, dann sagt mir, wo der Tempel ist. Ich weiß es nicht. Cazzo. Also es ist nur ein Schwätzer, oder was? Ezio, da ist eine Nachricht auf dem Boden. Was besagt sie? Ich kann nicht lesen. Leonardo wollte es mir beibringen, doch bisher... Villa, Gemälde. Sollen wir Kunstwerke studieren? Schon als Leonardo damals in eurer Villa wohnte, hat er nach dem Standort der Katakomben gesucht. Einige seiner Gemälde hingen in der Galerie dort. Doch was hat das mit dem Tempel zu tun? Vielleicht hat er seine Forschungsergebnisse in einem der Rahmen versteckt. Die sind zerstört. Sie sind bei dem Angriff verbrannt. Nein, sind sie nicht. Nur Leder und Johannes. Die Borgia haben den Rest. 6 Gemälde. 5. Ich sagte dem Händler, das Porträt einer Dame sei von Leonardo. Ich brauchte Geld für einen Wams. Natürlich ist er längst aus der Mode. Wer hat die Gemälde jetzt? Lucrezia Borgia. Im Palazzo ihres Mannes bei Ferrara. Dann ist es Zeit, das Gestohlene zurückzuholen. Okay. Die 5 Gemälde finden. Das ist jetzt eine eigene Mission. Okay, wir haben wenigstens 100% erreicht bei der Mission. Wo sind... Weil hier geht ja mit der Ding weiter, ne? Das ist vielleicht auf der Karte noch nicht aktualisiert. Das heißt, ich gehe jetzt in den Social Stealth und werde, wie schon gesagt, die Aufnahme beenden. Ich hoffe, es war für euch auch unterhaltsam, wie ihr
Ja, wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Servus!